Allah Azza wa Jal, er weiß über den Krieg Bescheid und er weiß über das Unrecht Bescheid. Aber, liebe Geschwister, wenn alles offengelegt werden würde in dieser Dunya, dann würde jeder glauben. Dann würde ein jeder den Islam annehmen. Doch Allah hat diese Welt zu einer Prüfung gemacht. Schaut mal nur, wenn wir Bittgebete machen, wir bitten ja Allah, ja Allah, ja Allah. Und der eine oder andere, der nicht viel Wissen über die Religion hat, der noch nicht sich richtig mit dem Islam beschäftigt hat, er könnte Verzweiflung in seinem Herzen bekommen, während er nicht weiß, dass Allah Azza wa Jal Subhana uns nur prüft, Azza wa Jal. Denn manch einer, wenn er sieht, dass nach dreimaligem Bitten nichts passiert, so verliert der eine oder der andere die Hoffnung und Allah sondert die Menschen aus. Allah subhanahu wa ta'ala, er filtert die Menschen, damit er weiß, wer eine Gewissheit hat im Herzen gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Und damit Allah azza wa jalla auch weiß, wer derjenige ist, der nur Allah azza wa jalla bittet, wenn alles so läuft, wie er es möchte. Und der eine oder andere könnte abkehren von der Religion, weil er das Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala verliert. Aber liebe Geschwister, wir sollten uns eins merken. Wir kennen nicht den Plan Allahs. Stimmt. Wir haben nämlich nicht das Wissen über das Verborgene. Aber Allah azza wa jal ist mit den Gläubigen. Reicht dir das nicht? Das sollte dir reichen. Allah azza wa jal subhana ist mit den Gläubigen. Und was auch immer du über Allah azza wa jal denkst, wisse, du solltest ihn erstmal kennenlernen. Und dann weißt du auch, mit wem du es zu tun hast. Lasst uns darüber reden, liebe Geschwister, was uns das palästinensische Volk beibringt. Uns Muslimen auf der gesamten Welt. Was können wir von ihnen lernen? Wir lernen ihre Gewissheit, dass sie genau wissen, dass sie morgen vor Allah Azza wa Jal stehen werden. Ja, es sind nicht Leute, die Zweifel haben in ihrem Herzen. Es sind nicht Leute, die vielleicht für ihre Taten belohnt werden. Nein, sie wissen es mit Gewissheit. Sie wissen, dass sie morgen zu Allah Azza wa Jal zurückkehren. Und sie wollen auf die beste Art und Weise zu Allah Azza wa Jal zurückkehren. Hört, was eine Schwester aus Raza schrieb. Wir tragen unseren Hijab, wenn wir schlafen. Wenn wir schlafen gehen, tragen wir unseren Hijab. Und dieses deswegen, falls unser Haus bombardiert wird, möchten wir bedeckt sein, wenn sie unsere Körper finden. Sie geht schlafen. Höre zu, liebe Schwester, die du bis jetzt immer noch nicht deinen Hijab angezogen hast. Sie geht schlafen, die Schwester in Raza, und trägt ihren Hijab. Warum? Sie weiß, dass jeden Moment eine Bombe über ihr Haus fällt. Und wenn sie rausgetragen werden, möchte sie bedeckt sein. Warum? Weil in diesem Zustand wird sie Allah Azza wa Jal treffen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ. Die Überlieferung ist bei Imam Muslim, ein jeder Diener wird vor Allah Azza wa Jal so oft erstehen, wie er gestorben ist. Allahu Akbar. Hani'an lahun. Was für eine frohe Botschaft für unsere Schwester, die subhanallah diese Dunya einfach hinter ihren Rücken werfen. Und sie sagen, wenn wir vor Allah Azza wa Jal stehen, möchten wir nur bedeckt stehen. Was sind das für Herzen? Was ist das für eine Gewissheit, die diese Schwestern uns beibringen? Ey Wallah, höre, eine Mutter verliert ihre gesamten Kinder während der Bombardierung. Überall liegt Blut von ihren Kindern. Und sie sagt nichts anderes. Wallahi, nichts anderes. Ja Allah, nimm sie, meine Kinder, als Märtyrer an. Ich habe sie für dich geopfert. Allahu Akbar. Ihr Fleisch und Blut, die sie gerochen hat, mit denen sie gespielt hat, die sie geliebt hat. Nimm sie, Allah. Sie gehören dir.
Das sind unsere Opfer. Die Kinder im Gaza, im Gazastreifen, sie schreiben ihre Namen auf ihre Arme, liebe Geschwister, damit man sie nach ihrem Tod, nach Bombardierung identifizieren kann. Es sind Menschen, die uns beibringen, wo wir eigentlich sind, wie weit wir von unserer Religion entfernt sind. Allah hat ihnen Gewissheit gegeben in ihren Herzen. Und wallahi, was für eine schöne Eigenschaft, dass Allah Azza wa Jal Subhanahu uns Gewissheit gibt, damit wir auch genau wissen, jede Tat, die wir heute machen, damit begegnen wir morgen Allah Azza wa Jal. Wenn wir heute das Gebet machen, so treffen wir morgen Allah mit diesem Gebet an. Wenn die Schwestern heute ihren Hijab tragen, dann werden sie morgen damit Allah Azza wa Jal antreffen, subhanahu wa ta'ala. Wenn wir heute Koran lesen und eine Sadaqa geben und Dua für unsere Geschwister machen, dann werden wir das morgen wiederfinden. Seid euch sicher, Allah ist in der Lage dazu. Er, subhanahu wa ta'ala, hat alles in der Hand, liebe Geschwister. Versucht, diese Gewissheit in euren Herzen hereinzubringen, dass ihr wisst, jede Tat, die wir jetzt mitnehmen, ist entscheidend über den Erfolg morgen. Sogar sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in einer Überlieferung bei Imam Muslim, er sagte, ittaqin nar, fürchte das Höllenfeuer, walau bishiqqi tamra, wenn es auch nur mit der Hälfte einer Dattel ist, fa'in lam tajid, fabikalimatin tayyiba, wenn du auch keine halbe Dattel findest, dann mit einem schönen Wort zu deinem Bruder, mit einem schönen Wort zu deiner Schwester. Das könnte dich morgen retten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt uns in dieser Überlieferung, mach irgendwas, mach irgendetwas Gutes, wofür du belohnt wirst, nur mach etwas. Denn es kann sein, dass morgen dir vielleicht eine Tat fehlt oder zwei Taten fehlen, dann wirst du es tiefst bereuen, dass du diese Taten nicht gemacht hast.